Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns auf YouTube-Kanal von 1000 PS. Ihr habt eine wunderbare Aussicht, nicht wegen mir diesmal, sondern wegen dem Motorrad. Die neue Triumph Thruxton RS fahre ich hier im mittlerweile sonnigen Süden Portugals. Für euch hier der Test. Ja, heute Morgen war ein grausamer Moment. Wunderschönes Motorrad. Ihr seht, das hinter mir ist wirklich ein toller Anblick, wobei es in Schwarz nur mega geil ist und nicht endgeil wie in Grau, meiner Ansicht nach. Und heute Morgen verlassen wir das Hotel. Was haben wir? Übelst Dreckswetter. Nicht richtiger Regen, sondern so nieselig, trüb, grau, nasse Straße. Und das ist einfach nicht schön. Bei so einem schönen Motorrad möchte man halt auch wirklich so strahlenden Sonnenschein haben, um das richtig zu genießen. Ja. War dann trotzdem okay, weil ich konnte so das Ansprechverhalten des Motors testen auf einer nassen Straße. Und jetzt ist aber dann rechtzeitig vor der Mittagspause noch trocken geworden. Und wir haben eine wirklich herzerwärmende Fahrerei gehabt. Und ja, die Maschine ist Triumph eine echte Herzensangelegenheit. Ist ja auch so, dass mit diesen Motorrädern ja richtig gutes Geschäft machen, richtig gut verdienen. 16.000 Einheiten hat Triumph vom Vorgängermodell verkauft. Und mittlerweile gibt es dieses Thruxton ja nur mehr als RS und nicht mehr als ja, Standard plus R sozusagen. Das heißt nur mehr die Exklusivvariante. Man muss aber auch sagen, dass die, bei den Vorgängern das Verhältnis zwischen R und Standard 80:20 war. Ja. Die Thruxton wurde ganz bewusst aus dem Programm genommen. Die Thruxton R wird quasi durch die RS jetzt ersetzt. Logischer Schritt, hier ist mehr Spezifikation, mehr Technik, mehr Leistung. Es ist von allem ein bisschen mehr da. Und die Thruxton, die Standard Thruxton und man muss ehrlich sagen, die Speed Twin würden sich doch relativ stark kannibalisieren. Also anstelle der Thruxton ist jetzt quasi die Speed Twin getreten, die ja auch aufgrund der Sitzposition nicht ganz so sportlich orientierte Motorradfahrer anspricht. Und das ganze Spektrum unterhalb der Thruxton RS, also das weniger, für weniger sportlich ambitionierte Kunden, doch perfekt abbildet. Also legen, also die Leute, die es kaufen, wollen dann eigentlich offensichtlich die meisten gleich einmal alles. Und für jene, die ein bisschen aufs Budget schauen müssen oder deutlich aufs Budget schauen müssen, die können sich jetzt aber am Gebrauchtmarkt bedienen. Also in unserer Marktplatz-App habe ich gesehen, ab 7.000, 8.000 Euro hast du wirklich schöne Exemplare jetzt von den gebrauchten Modellen und das passt wunderbar. Natürlich ist der neue besser als der Vorgänger. Muss man sagen, das Gute ist das Feind des Besseren. Na, da fehlt mir jetzt ein bisschen das Deutsch dafür. Also das Bessere ist das Feind im Guten. Ist so, dass bei der Maschine natürlich einiges verbessert worden ist. Wir haben hier weniger Gewicht. Minus 6 Kilo sind es. 8 PS mehr auf 105 PS. 112 Newtonmeter Drehmoment. Bei 4250 Umdrehungen. Beim Motor ist einiges erleichtert worden. Kurbeltrieb, viele bewegte Massen sind leichter worden. Trotzdem Euro 5 tauglich, obwohl so mit viel mehr Leistung rauskommt. Verbrauch habe ich vielleicht auch irgendwo aufgeschrieben, nein, nicht, aber 4,5 oder 4,6 Liter sind es auf 100 Kilometer. 197 Kilo trocken habe ich noch hier auf meinem Schummelzettel. Und der rote Bereich ist um 500 Umdrehungen nach oben gewandert. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht, als ich gehört habe, Drehmoment, also Drehzahlbereich 500 Umdrehungen maximal nach oben plus Kurbelwellen erleichtert, das heißt, dieses Trägheitsmoment, diese Masse ist reduziert worden. Da hatte ich schon die Befürchtung, dass dieses harmonische, geschmeidige Dahingleiten nicht mehr so gut funktioniert. Bin aber sofort im Regen eines Besseren belehrt worden nachher. Da hat man es echt genießen können. Triumph hat es geschafft, einfach in das Motorrad nur Vorteile reinzufüllen. Sie haben einen drehfreudigeren Motor,
Sie haben mehr Leistung, mehr Drehmoment und haben oben raus mehr Reserven, mehr Drehzahlpotenzial, unten runter mehr Drehmoment. Das maximale Drehmoment liegt jetzt schon etwas tiefer an. Und das alles wird perfektioniert von einem super tollen Ansprechverhalten. Und da muss man sagen, man kann die Elektronik verteufeln, aber das macht die Elektronik möglich, dass du einfach ein Motorrad in allen Bereichen besser machst und dann obendrauf als Sahnehäubchen noch so ein geiles Ansprechverhalten machst, dass du in drei Fahrmodi auch für dich noch anpassen kannst. Rain, Road und Sport. Ihr wisst das, ich bin eher der Freund von den sanft gebügelten Dingern. Und das ist wirklich besser als beim Vorgänger, dieser Übergang von Schiebe in den Lastbetrieb in Kombination mit der Drehfreudigkeit. Ein richtig gutes Stück Motorenbau, dieser scheinbar luftgekühlte Motor. Aber natürlich ist der Wasserkühler hier gut versteckt, nicht so in Szene gesetzt. Und dadurch wirkt der Motor wie ein klassisch luftgekühltes Aggregat. Ist jetzt die Speerspitze dieser Bonneville-Familie, dieser 1200er Motor. Die exakten technischen Daten mit Hubraum und Bohrung, ich weiß nicht, bei einem Motorrad dieser Art schreiben wir das einmal auf einen Schummelzettel rauf, aber ich habe es unten drunter verlinkt in die Geschichte auf 1000 Best, habe ich es wirklich ganz genau aufgegliedert, Hubraum, Bohrung und das ganze Kleinzeug. Was ist noch wichtig? Mir ist noch wichtig, über die Komponenten zu sprechen, weil doch richtig geiles Zeug drauf montiert ist. Ich weiß nicht, wieso es Triumph gemacht hat, ob es aus Marketinggründen war oder ob sie da oder dort vorhaben, in irgendwelchen Hobby-Rennserien diese Dinge an den Start zu schicken. Aber wir haben hier eine Rennsportanlage drauf, eine Brembeim 50 Monoblock Bremsanlage, die in eine 310er Scheibe, in eine Doppelscheibe vorne beißt, also richtig mächtige Hardware, natürlich eine bessere als beim Vorgängermodell. Du hast aggressivere Bremsbeläge mit drin, die ein bisschen Aufwärmzeit brauchen und das alles auch noch mit richtig sportlichen Reifen, die Metzeler Restec RR. Einige Kritiker meinen natürlich, das ist too much. Habe ich auch gesagt, als es in der Früh nass war, habe ich auch gesagt, das ist too much. Ich hätte gern Roadtec-Reifen von Metzeler drauf, aber es ist halt leider geil. Also grundsätzlich versuchen wir immer, auch bei den Reifen, die beste Performance aus dem Fahrzeug zu holen. Und dieser Racetech RR passt optimal zu dem Fahrzeug. Ich glaube, wir haben das heute bei der Ausfahrt auch ganz gut gemerkt, wie prima der Reifen mit dem sportlichen Charakter der Thruxton RS harmoniert. Und was mich selber überrascht hat heute, es ist natürlich ein Supersportreifen, aber mittlerweile decken auch diese Supersportreifen doch eine große Bandbreite ab. Das Temperaturfenster ist viel größer, als es vor Jahren war, aufgrund der modernen Mischungen und Konstruktionen. Wir sind ja heute Morgen, ich glaube, bei einstelligen Temperaturen losgefahren. Die Straßen waren teilweise noch feucht bzw. nass und trotzdem hatte keiner Probleme mit dem Reifen. Also man sieht, ja, es ist ein Supersportreifen. Ja, er kann auch Rennstrecke. Aber die Bandbreite, wie gesagt, ist mittlerweile so groß, dass er auch solche schwierigen Bedingungen wie heute problemlos meistert. Und insofern ist dieser Reifen, so sportlich er im ersten Moment auch erscheinen mag, durchaus auch alltagstauglich. Also nachher, wie wir da im Trockenen gefahren sind, vielleicht haben wir da jetzt passende, oh, da haben wir sicher passende Aufnahmen, die man noch bringen kann. Einige muss ich leider weggeben. Kleine Anekdote dazu, ich habe geglaubt, wir fahren eh gar nicht so schnell, bis ich drauf gekommen bin. Das sind schon Meilen, die da im Display stehen, also es war dann deutlich zu schnell, dass man das Material noch verwenden könnte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, also es ist, wenn man dann anraucht, einfach ein richtiger Fahrgenuss. Das ist wirklich Leimann. Also du hast dann diese 160er Hinterreifen, 120er natürlich vorne, 17 Zoll Konfiguration, das alles mit so einer geilen Hardware, dann ist das ein richtig geiles Handling. Du sitzt da drauf und kannst so richtig spielerisch die Linie anpassen und ihr seht das vielleicht auch am Video, ich habe einigen Wasserflecken ausweichen müssen. Das ist ein echtes Spielzeug in Kombination mit 1200 Kubik und 112 Newtonmeter Drehmoment. Da muss man jetzt kein Nobelpreisträger sein, um zu ahnen, dass das einfach Leimann fahren. Positiv, muss ich auch sagen, ihr seht die Lenkerstummeln da oben. Die wirken sportlich und cool, sind aber mit diesem kleinen Adapter dann natürlich höher montiert, als es die Optik zuerst vermuten lässt. Du hast eine angenehme Oberkörperposition, muss man wirklich sagen. Wir haben hier einige Kollegen auch mit ein bisschen am Bauchel, wenn man das so sagt, auch die haben gesagt, super tolle Oberkörperhaltung. Für mich bei langen Füßen der Kniewinkel geht, ist jetzt nicht so cruisermäßig wie die Oberkörperposition, aber man kann mit diesem Motorrad auch echte Touren fahren. Also auch da ein Pluspunkt. Sie ist sportlich, hat ein ganz tolles Ansprechverhalten und man kann sie auch fahren. Sie ist nicht nur zum Anschauen, das habe ich ja der R90 Racer von BMW immer ein bisschen übel genommen. Die hat die Sitzposition, die ist so stark über den Tank gestreckt, das ist hier besser. Also die kann man sicher länger fahren wie den Mitbewerber von BMW. Weil ich jetzt gerade BMW angesprochen habe,
vielleicht vom direkten Vergleich, wahnsinnig schweres Duell, wahnsinnig schwer zum Vergleichen. Von der Hardware her mit dem Brembo Öl ins Zeug ist das hier am Papier zumindest und vom Image her überlegen. Der Motor von der BMW fühlt sich ein bisschen kerniger, charismatischer an, der hat mehr Leben drin, aber auch mehr Lastwechselreaktionen. Der hier ist richtig geil domestiziert. Das ist dann halt so, dass das bei gefinkelten Wechselkurven, bei, ja, wie soll ich sagen, engen Kehren, wo man rausbeschleunigen muss, das schnellere Ding ist. Aber wenn man in so einem Oldstyle-Motorrad auch Oldstyle-Ruckeln und Spotzen braucht, das hat man hier nicht. Also das ist wirklich klinisch perfekt. Mit einem leimenden Sound. Und dadurch, glaube ich, werden die Fans das trotzdem mögen, weil es einfach gut funktioniert. Ja, jetzt haben wir zum Glück noch trockene Passagen gehabt und es war jetzt wirklich ein herrliches Stück Asphalt auf einem herrlichen Motorrad. Haben wir jetzt ein paar Details noch besser für euch anschauen können. Zum Beispiel diese Mappings. Wir haben hier drei Mappings, Rain, Road und Sport. Und ich muss sagen, wie so oft, wenn ein Mapping geil ist, in diesem Fall das Road, braucht man die anderen zwei nicht. Was die Motorabstimmung betrifft, das ist einfach genau die goldene Mitte. Wirklich eine ganz eine harmonische Verbindung vom Gasgriff zum Motor, zum Hinterrad. Das passt einfach wunderbar, passt im Regen, passt auf trockenen Asphalt, passt, wenn man sportlich fahren will und passt auch, wenn man es zögerlich angeht. Was aber natürlich schon Sinn macht, ist die Tatsache, dass bei dem Rain-Modus man einfach am Kurvenausgang mit der Traktionskontrolle noch mehr Sicherheit hat, weil das noch ein defensiveres Mapping hat, also noch zögerlicher die Drosselklappen öffnet in Schräglage. Ja, so gesehen macht Sinn, dass man dieses Rain-Mapping verwendet, aber da ist das Ansprechverhalten vom Gasgriff dann ein bisschen teigig, man hat ein bisschen einen langen Weg. Für mich also dieser Road-Modus die goldene Mitte. Was muss ich sonst sagen? Es ist so, dass das Motorrad vorne mit dieser Big Piston Fork, mit diesem Brembo Anker, ja, auf dem Niveau ist von aktuellen sehr, sehr sportlichen Motorrädern, auch von Power Naked Bikes. Also das ist echt mega, mega leibend. Auch diese Front in Kombination mit den Reifen, das ist hyper agil, präzise genug. Also eine echte Augenweide. Hinten ist so, dass das natürlich auch ein gutes Fahrwerk ist. Ich habe eine tolle Schwinge, ich habe hier diese beiden Ölinsdinger. Aber immer wenn ein Fahrwerk hinten direkt angelenkt ist, kann es dann mit so Twinshock-Dämpfern nicht mithalten mit einem aktuellen Power-Naked-Bike, wo über eine Umlenkung eine schönere Progression reingebracht wird. Da hat man einfach immer den Kompromiss ein bisschen stärker ausgeprägt, dass du bei holprigen Passagen die Stöße stärker spürst. Auf der anderen Seite, wenn du starke Wechselkurven hast und hier immer wieder heftig ans Gas gehst, dann doch ein bisschen eine Wippbewegung reinbringst. Also du auch mit einem guten Fahrwerk, so wie es hier ist, kommst du nicht auf dieses Niveau von der Fahrwerksqualität, wie in einem tollen Nakedbike-Fahrwerk drinnen steckt, wie zum Beispiel in der Street Triple S, muss man sagen. Im Vergleich natürlich zu klassenüblichen anderen Fahrzeugen ist es natürlich Weltklasse. Und die Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass das dann bei diesen schnellen Passagen ein bisschen hinten zum Wanken beginnt, ja, das ist ja nur deswegen, dass man das auffällt, wenn wir auch richtig schnell gefahren sind, weil der Rest vom Motorrad diesen hohen Speed auch erlaubt. Du hast eine hohe Schräglagenfreiheit, kannst richtig einen hohen Speed fahren. Insofern ist das echt Jammern auf hohem Niveau. Ich möchte es nur erwähnen, nicht, dass irgendwer glaubt, der hat da jetzt Brembo Öhlins drauf und das ist jetzt die neue Wunderwaffe, mit dem du auch die Power Naked Bikes versägen kannst. Also so weit dürfen wir nicht gehen. Es ist immer noch ein klassisches Motorrad, auch hier, wenn es hier sehr, sehr sportlich und agil verpackt ist. Jetzt mache ich für euch noch eine kleine Sitzprobe, dass ich euch das Dreieck nochmal zeigen kann, dieses Sitzdreieck. Da ist so, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, diese Stummellenker schauen zwar richtig leimend stummelig aus, patentiert von mir dieses Wort, aber die sind angenehm weit oben. Und man sieht schon, ich habe hier echt eine entspannte Oberkörperposition. Der Kniewinkel hier ist noch okay, aber ja, Cruiser-Modus ist keiner. Also das ist halt schon ein Sportmotorrad. Aber in Summe, du kannst dir wirklich einen tollen Tag damit erleben und hast eine angenehme Sitzposition. Und das da oben ist ganz, ganz wichtig. Es gibt die Möglichkeit, aus dem Zubehör diese Dinger hier weiter nach unten verlegen zu lassen. Finger weg davon. Das ist echt nicht leimend. Was auch angenehm ist, dieser Abstand hier. Der Tank wirkt zwar recht lang und schlank, aber man ist überhaupt nicht so drüber gespannt. Also auch das ist wunderbar. Und in Summe hast du hier dieses kompakte Display, wo ich vielleicht die Außentemperatur noch gerne mit drinnen hätte. Ansonsten alles okay.
Ja, jetzt haben wir einen wunderbaren Tag gehabt mit der Thruxton AS und wollte ich jetzt noch ein paar Dinge oder einige wenige Dinge noch erwähnen, die mir jetzt am Nachmittag aufgefallen sind. Eines muss man echt lohnenswert erwähnen, diese Kupplung. Obwohl es ein richtig fetter 1200er Motor ist und ja auch sehr mechanisch wirkt, ist die sehr angenehm weich und butterweich zu dosieren geradezu. Hängt dazu, damit zusammen, dass das Servofunktion mit eingebaut hat. Also durchaus auch mit Kinderhänden, wie ich sie habe, angenehm zu bedienen während eines langen Tages. Was auch angenehm ist mit dieser Monza-Tankkappe, die klippt man quasi zu und kann darunter den Tankverschluss unversperrt lassen, wenn man das möchte. Dann kann man während eines Tages einfach immer nur aufschrauben, aufklippen, aufschrauben, ohne den Schlüssel ranzustecken. Und ja, ist so schneller unterwegs. Das sind noch zwei Kleinigkeiten, die mir noch auch gefallen sind. Wir haben hier 16.000 Kilometer Serviceintervalle mit dabei und was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben unterm Sitz einen USB-Stecker mit dabei und was sicher auch interessant ist, wir haben 80 verschiedene Zubehoroptionen von Triumph, leider nicht mit drauf, diese leibernde Scheinwerferverkleidung vorne, die auch ein bisschen am Windschutz noch bieten würde, die finde ich unglaublich schön, die wird natürlich von Triumph in der entsprechenden Farbkodierung auch angeboten, in den beiden, die es gibt. Für mich das schönste und beste Zubehör, das man hier dazugeben kann. Es gibt dann auch noch diesen Comfort-Seat, es gibt natürlich auch eine Aero-Auspuffanlage und pipapo. Also man kann sich da richtig austoben, aber natürlich auch alle anderen Anbieter werden da auch ein bisschen was anbieten, weil die Maschine wird sich ziemlich sicher auch wieder richtig gut verkaufen. Was ist mir noch wichtig zu erwähnen? Also was man unbedingt noch sagen muss, ist, dass an der Maschine man nicht hoch genug einschätzen kann, wie gut das gemacht worden ist von Triumph, dass man diese ganze moderne Technik versteckt. Ihr müsst denken, da ist alles mit drinnen. Das hat ein Red by Wire, das hat all diese Sensoren, die wir brauchen, um die Abgasnormen zu erfüllen. Das hat Wasserkühlung mit drinnen. Man sieht keine Schläuche, man sieht keine Kabel, man sieht hier alte Technik und ich weiß nicht, wo es die moderne Technik hingesteckt haben. Die muss hier irgendwo, keine Ahnung, weggezaubert sein. Also unterm Tank muss sie sich mächtig abspielen mit den Kabeln. Also du siehst ein unglaublich gut aufgeräumtes Motorrad an jeder Ecke und du siehst an jeder Ecke einfach schöne mechanische Romantik. Und das ist was wirklich Tolles. Also selbst wenn du da irgendwo tief reinkrabbelst und schaust, du wirst nichts Ranziges entdecken. Jetzt habe ich da gerade diesen Ölschrauben hier gesehen. Auch schön gemacht. Das hier, überall schöne Dinger mit drauf und ja, da wirst du nicht fertig mit schauen, die Gabelbrücke oben poliert und. Also Triumph ist hier gelungen, dass das Motorrad nicht nur beim ersten Eindruck schön ist, beim zweiten Eindruck, wenn man draufsteigt, sondern auch beim dritten Eindruck, wenn du so richtig reinschaust und du wirklich auch arbeitest, putzt, vielleicht hat er dort einen Schrauben festziehst, siehst du, wie schön dieses Motorrad gemacht worden ist. Und deswegen muss ich auch sagen, will ich jetzt über den Preis nicht jammern, weil sie im Detail richtig schön und gut gemacht worden ist. Kritisieren ist immer eine schwere Geschichte. Bei einem Motorrad, wo einfach geile Komponenten drin sind, was soll ich jetzt kritisieren? Na klar funktioniert das Leimer mit einem M50-Anker. Na klar hat das mit 105 PS am Mörderdruck. Ist ja logisch, man kann jetzt sagen, sie ist teuer. Ja, aber aus meiner Sicht gerechtfertigt. Ich mache es mir wirklich nicht leicht. Ich möchte wirklich auch Kritik anbringen immer, weil mir das wichtig ist, nicht, dass dann irgendwer kauft. Ich genieße euer Vertrauen und dann nach dem Kauf sagt, na, das oder das passt nicht. Aber ich habe nichts entdeckt. Ich bin im Regen gefahren. Wir sind jetzt richtig schnell gefahren mit einem Isle of Man Helden als Guide. Ich möchte keinen Namen nennen, weil er teilweise die Gesetze gebrochen hat. Ich kann nichts Negatives sagen. Es ist einfach ein gut gelungenes Motorrad und Triumph hat einfach ins Sport gegriffen, geile Teile raufgeschraubt und ein geiles Motorrad gemacht. Ja, es gibt sie nur als Einsetzer. Natürlich ist die Speedwing grundsätzlich sozius-tauglicher als die Thruxton RS wäre. Du hast vollkommen recht, sie ist jetzt hier erstmal nur als Single-Seater und wird auch nur als solche ausgeliefert. Aber wir bieten in unserem Zubehörprogramm eine Doppelsitzbank an. Im Ersatzteilkatalog finden sich Sozius-Fußrasten. Und wenn diese nachgerüstet sind, kann das Fahrzeug auch problemlos als Doppelsitzer für zwei Personen Betrieb eingesetzt werden. Wir erstellen, wie wir das bei der Thruxton R, die übrigens auch nur zunächst als Einsitzer homologiert war, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. Die muss der Kunde nur bei sich tragen. Da stehen dann die Doppelsitzbank, die Zwei-Personen-Sitzbank und die Fußrasten mit Ersatzteilnummern eingetragen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung trägt der Kunde bei sich und dann kann er ganz problemlos auf Zwei-Personen-Betrieb umrüsten. Ja, sie kostet eine Stange Geld. Das ist so, aber wenn man es bezahlt, kriegt man das, was man sich erwartet. Ein richtig schönes, gut fahrendes Sportmotorrad. Und dafür gebe ich Triumph meinen Daumen rauf. Vielleicht
kriegt sie auch eine von euch in jedem Fall. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Weiterempfehlen von dem Video, wenn Sie auch ein Fan von dem Motorrad seid. Danke, tschüss und baba.